Hallo ihr Lieben, jetzt gebt fein Acht, ich hab euch etwas mitgebracht. Wie die meisten ja schon wissen, möchte der kleine Christian mit dem Fahrrad in die große weite Welt fahren. Und was er da alles so mitnimmt, das möchte er euch jetzt erzählen. Also Christian, sag doch mal, was hast du alles eingepackt? Ein Zelt, Isomatte, Schlafsack, zwei Trinkflaschen, das hier vorne, das Fläschchen, das ist Sesamöl. Das nehme ich als Sonnenschutz. 300 Euro. Ich habe eingeplant, so pro Monat ungefähr 100 Euro auszugeben. Klingt komisch, ist aber wahrscheinlich so. Hier vorne, das ist alles so Fahrradflickzeug, Werkzeug, Schloss, Licht, Pumpe, alles, was ich für mein Fahrrad brauche. Kopfhörer, Kopflampe, ganz wichtig. Ein Bartschneider, ich weiß nicht, ob ich den mitnehme, der ist aber auch mit USB zu laden. Das heißt, ich kann den überall unterwegs laden. Er ist auch ziemlich leicht, deswegen habe ich mir den gekauft. Ist ganz cool. Ausweis, ein Spiegel mit einer Nähnadel noch hinten dran. Meine Überlebenspfeife, ganz wichtig, ist ein Kompass dran, ein Thermometer dran, eine Lupe. Und nochmal ein kleiner Spiegel. Boah, das ist aber toll. Gehörschutz, Gaffer, ein Feuerzeug, um Feuer zu machen. Also wenn ich koche, ich habe keinen Gaskocher dabei, also das heißt dann nur wirklich mit Feuer. Deswegen Feuerzeug, eine Pinzette, Nagelknipser, Tape, ein Skalpell habe ich noch dabei, Verbandszeug. Meine Straßenkarte von Europa. Das hier ist ein kleines PV-Modul. Das hat 8 Watt. Damit kann ich ungefähr an einem Tag bei guter Sonneneinstrahlung so eine komplette Powerbank, eine große Powerbank, also die 16.000er da, die hier kann ich damit laden. Dann habe ich noch eine 10.000er Powerbank dabei, um meine ganzen elektrischen Geräte zu versorgen. Dann mein Handy. Sieht vielleicht aus wie eine Digitalkamera. Ist auch sowas, eigentlich eine Digitalkamera mit einem Handy hinten dran. Es ist ein Samsung S4 Zoom. USB-Kabel. Zwei Speicherkarten habe ich noch dabei. Ich habe jetzt für mein Handy 3 8 GB Speicherkarten dabei. In der Kamera, in der Actioncam, mit der ich gerade filme, habe ich eine 64 GB Speicherkarte und ich denke und hoffe, dass das reicht. Da hinten seht ihr das ganze, ja, das Anbaumaterial und das Case, das Unterwassercase für meine Actioncam. Ein kleines Stativ, eine Boje, also das heißt, ich kann auch mit dem Ding ins Wasser, falls es mir dann runterfällt beim Surfen oder bei irgendwas oder wenn ich ins Wasser springe. Na Christian, was du da alles machen kannst, das wird aber schön. Dann ganz wichtig, mein Trekkingrucksack. Weil falls ich mit dem Fahrrad mal nicht auf den Berg komme, oder ja, wird es wahrscheinlich geben, wenn ich auf den Berg wandern möchte oder mal irgendwo hingehen möchte, dann muss ich mein ganzes Gepäck ja irgendwo hinstellen oder hinpacken. Das heißt, alles, was ihr hier seht, alles, was hier liegt, muss in diesen Rucksack. Also der ist groß genug, das ist ein 60 plus 10. Das Zelt, die Isomatte kommen draußen an den Rucksack, der Schlafsack vielleicht auch und der Rest sollte reinpassen, gehe ich von aus. Das Blaue hier vorne, das ist ein Terraband, um meinen Oberkörper ein bisschen zu trainieren. Regenhose, Regenjacke, da hinten das Blaue ist eine Thermohose. Machen wir hier vorne weiter, das sind Neopren-Überschuhe. Falls es regnet oder wirklich kalt wird, aber so kalt wird es nicht, aber hauptsächlich für Regen nehme ich die mit. Eine Windjacke, ein Handtuch, das da ist eine Sturmhaube, ich weiß nicht, ob ich die brauche, aber ich nehme sie mit. Ich will jetzt erstmal Richtung Norden fahren, also erstmal Richtung Harz und ja, wie das so ist in Deutschland, könnte es da vielleicht sogar kalt werden, wir werden es sehen. Dann meine schicke Mütze vom Bike Festival da hinten, die Bommelmütze, die nehme ich auf jeden Fall mit, die liebe ich. Ein T-Shirt, noch ein Funktions-T-Shirt da hinten, so eine Funktionsunterwäsche.
Eine Jacke, so eine Windjacke noch. Ein warmes Paar Socken, noch Füßlinge. Das hier ist eine kurze Hose. Meine Lieblingsturnschuhe, die sind zwar schon echt ganz schön drüber, aber das sind echt die besten. Da kann ich so gut drin laufen, auch wenn sie kaputt sind. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Dann, das ist eine Windweste. Zwei T-Shirts. Eine Dreiviertelhose, eine Dreiviertel-Radlerhose, Fahrradhandschuhe, Oldschool, mein Helm. Dahinter, das ist eine Trekkinghose. Dann zwei Fahrradtrikots, meine Radschuhe. Also eine kleine, ja, Tupperdose ist es jetzt nicht. Von Tupper ist sie nicht, aber sie seht's, oder ihr seht's, das Ding hier. Da kann ich dann auch mal Essen reinmachen oder daraus vielleicht essen. Einen kleinen Löffel, eine kleine Gabel und ein Messer. Mein Topf, mit dem werde ich kochen. Mit dem habe ich auch schon öfter mal gekocht. Ihr seht es ja. Hat mir bisher immer gute Dienste geleistet. Ja, und noch ein Pulli. Und da hinten, das ist die Fahrradtasche, da muss das jetzt alles rein. Und das werde ich jetzt mal machen. Naja, ob das alles da reinpasst, das wollen wir jetzt aber mal sehen. Ich habe jetzt mal alles in meinen Rucksack gepackt. Wirklich alles, auch die Fahrradtasche. Es würde alles reinpassen. Wiegt insgesamt 19 Kilo. Ist sportlich. Plus dann noch Wasser, plus Verpflegung. Ja, ist mir schon so bei 22, 23 Kilo. Naja, Christian, so viel willst du ganz alleine tragen, das wollen wir aber erst mal sehen. Ja, und so sieht das Ganze aus, wenn es verpackt ist. Das ist mein kleiner Anhänger. Da ist das ganze Gepäck drauf. Hier vorne am Lenker habe ich noch eine kleine Tasche. Da ist das USB-Ladegerät drin, was vom Nabendynamo gespeist wird. Und dann kann ich dann hier per USB alles aufladen währenddessen, während ich fahre. Also meine Powerbank, mein Handy, meine Kamera, egal, alles. Das ist ganz cool. Also, lieber Christian, das hast du jetzt aber toll gemacht. Dafür geben wir dir gerne einen Daumen nach oben, abonnieren deinen Kanal, damit wir nichts mehr von deinen tollen Abenteuern verpassen können und freuen uns schon aufs nächste Mal. Sagen Danke und auf Wiedersehen, bis bald.